Leo Junior. Das ist Leo, der kleine Lastwagen. Hallo Leo, wo fährst du denn hin? Schau mal, Leo fährt an einem Weizenfeld vorbei. Was er heute wohl bauen wird? Lade die Teile ab, Leo. Und los geht's. Als erstes montieren wir die Räder an die große grüne Plattform. Zwei auf diese Seite. Und zwei auf die andere. Jetzt kommt der Korntank. Und nun die Kabine. Ein rot-weißes Rohr. Frontscheinwerfer. Und nun der Mähbalken. Leo, wir haben einen Mähdrescher gebaut. Aber die Haspel fehlt noch. Sie zieht den Weizen ins Innere des Mähdreschers. Kannst du sie suchen gehen? Aha. Willst du im Weizenfeld nachschauen? Gute Idee. Schau gut hin, die Ähren sind sehr hoch. Kitzelt es, Leo? Da ist sie. Lade die Haspel in deinen Kasten. Der Mähdrescher ist fertig. Mal sehen, ob er auch funktioniert. Das sind die Weizenkörner. Ihr habt's geschafft. Gut gemacht, Mähdrescher. Gut gemacht, Leo. Leo, der Lastwagen. Schaut mal, auf dem Spielplatz gibt es eine neue Attraktion. Das sind Boxautos. Die Roboter wollen Boxauto fahren. Setzt euch in die Autos. Oh, es gibt nur zwei Autos. Für den roten Roboter ist kein Auto da. Er ist traurig.
Keine Sorge, Roboter. Leo wird dir helfen. Mal sehen, was für ein Fahrzeug wir bauen werden. Leo, lade die Teile ab. Hier haben wir eine Plattform mit einem weichen Stoßfänger. Daran montieren wir drei Räder. Jetzt ist die rote Karosserie an der Reihe. Der Fahrersitz. Das Lenkrad. Roboter, gefällt es dir? Scheinwerfer. Und Rückleuchten. Jetzt kann der rote Roboter auch Boxauto fahren. Was ist denn? Warum fährt es denn nicht? Leo, schau genau hin. Wir brauchen eine gelbe Stange mit einem elektrischen Draht. Der Draht transportiert den Strom zum Motor des Boxautos. Leo, kannst du die Stange suchen? Bei der Rutsche ist sie nicht. Leo, können wir nicht den gelben Balken der Wippe nehmen? Nein. Roboter, schau doch mal. Da ist sie ja. Jetzt montieren wir die Stange an das Auto. Fertig. Jetzt ist das Auto an den Strom angeschlossen und der Roboter kann fahren. Die Roboter haben so viel Spaß. Gut gemacht, Leo. Leo Junior. Das ist Leo Juniors Haus. Leo, komm raus. Oh, vor der Türe liegt aber viel Schnee. Wenn Leo diese Türe benutzt, kann er mit dem Aufzug aufs Dach fahren. Und vom Dach aus kann er über die Rampe runter. Alle Straßen sind mit Schnee bedeckt. Also bauen wir einen Schneepflug. Stimmt's? Lade die Teile ab, Leo.
ein großes Fahrgestell. Räder. Motor und ein Kontrollpult. Das ist der Pflug. Er nimmt den Schnee von der Straße auf. Mit diesem gebogenen Schacht kann der Schnee in die gewünschte Richtung geblasen werden. Wir sind fast fertig. Aber ein Rad fehlt. Leo, kannst du es suchen? Es ist nicht unter dem Tannenbaum. Hier ist es auch nicht. Schau mal, es steckt im Schnee. Das ist kein Rad. Ist das ein Rad? Und das? Genau. Lade das Rad in deinen Kasten, Leo. Jetzt können wir es montieren. Prima, der Schneepflug ist startklar. Mal sehen, ob alles funktioniert. Es klappt. Jetzt sind die Straßen wieder frei. Jetzt kann Leo auch wieder den Haupteingang benutzen. Tschüss, Leo. Leo, der Lastwagen. Das ist ein Koffer. Der Roboter ist am Koffer packen. Er und seine Freunde wollen verreisen. Prima! Es hat alles reingepasst. Und hier kommt der Zug, mit dem die Roboter verreisen wollen. Beeilt euch! Der Zug fährt bald ab. Oh je, der Zug fährt los. Ihr habt ihn verpasst. Die Roboter sind traurig. Was können wir für sie tun? Hallo Leo, kannst du den Robotern helfen? Sie haben den Zug verpasst und wollen doch so gern auf Reisen gehen. Weißt du, was zu tun ist? Super! Was hat Leo denn in seinem Ladekasten?
ein blauer Rahmen. Räder. Kotflügel. Zwei Sofas und ein Tisch. Wow! Und jetzt kommen Wände. Die Fenster. Und das Dach. Das ist ein Wohnwagen. Als nächstes kommen die Türe und ein Zeltdach. Fertig. Leo, der Wohnwagen kann aber nicht alleine fahren. Wir brauchen ein Fahrzeug, das ihn ziehen kann. Sollen wir eins aussuchen? Und die Roboter machen es sich so lange im Wohnwagen gemütlich. Ups, vorsichtig, kleiner Roboter. Leo ist zu den Garagen gekommen. Ich frage mich, was für Fahrzeuge es hier gibt. Mal sehen. Eine Kehrmaschine. Ein Zementmischer. Ein Feuerwehrauto. Ein Pickup. Und ein Müllwagen. Leo, welches Fahrzeug kann den Wohnwagen ziehen? Der Pickup? Wir werden sehen. Passt es? Prima. Dankeschön, Leo. Tschüss. Die Roboter fahren in Urlaub. Bis bald. Leo Junior. Lifty, der Gabelstapler, versucht auf dem Spielplatz Baumstämme zu stapeln. Oh, so wird das nix. Der Baumstamm ist runtergerollt. Aha, Leo weiß, wie er Lifty helfen kann. Er wird ein neues Fahrzeug bauen. Einen Holztransporter. Hier werden wir das Fahrzeug zusammenbauen. Bist du bereit, Leo? Als erstes montieren wir die Kabine an das Fahrgestell. Drei Räder kommen auf diese Seite.
3 auf die andere. Das sind die Frontscheinwerfer. Und die Rückleuchten. Der Kühlergrill. Und die Stoßstange. An die Seiten der Ladefläche kommen noch 4 Halterungen. Jetzt kann der Laster Baumstämme transportieren. Wir brauchen aber noch einen Greifer, damit wir die Baumstämme aufladen können. Aha. Leo, lass ihn uns suchen gehen. Also, welches dieser Teile brauchen wir? Richtig! Es sieht aus wie eine Zange. Während Leo den Holzlaster gebaut hat, hat Liefdi die Baumstämme gestapelt. Prima, alles funktioniert. Holztransporter, du kannst jetzt losfahren. Gut gemacht, Leo.